Les Alpes de l'Essuaire est très fier d'accueillir ses amis allemands de l'USE dans le cadre du projet d'échange entre l'USE de Teltow et les Alpes de l'Estuaire de Gonfreville-Lorcher. Ce projet est important pour nos travailleurs en situation de handicap et pour notre structure, car elle correspond tout à fait aux missions d'un ESAT, notamment celle d'accompagnement social. Donc merci à tous nos amis allemands d'être présents. Nous sommes très fiers de les accueillir. Ich bin der Martin, 21 Jahre alt und arbeite in der OSE im Küchenbereich und wohne in Berlin. Je m'appelle, vous vous appelez Martine, vous avez 21 ans, vous habitez à Berlin et vous travaillez en cuisine à l'USE. Martine, vous participez à ce projet d'échange entre l'ESAT de Gonfreville-Lorcher et l'USE de Berlin. Nous serions intéressés de savoir quelles différences culturelles vous vivez en étant ici en France maintenant. Sie nimmt teil an diesem Projekt zwischen l'USE aus Berlin und l'ESAT aus Gonfreville-Lorcher. Uns würde interessieren zu wissen, welche kulturellen Unterschiede Sie erleben, jetzt wo Sie hier sind. Hier gibt es sehr viel zu essen und hier gibt es auch immer einen Nachtisch, was es bei uns nicht gibt. S'il y a beaucoup à manger et il y a toujours des desserts. Und es schmeckt sehr gut. Et c'est très bon. Wollen Sie noch was anderes erzählen, Martin, über die kulturellen Unterschiede? Est-ce que vous voulez raconter encore, est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous êtes aperçu, des différences culturelles? Ich finde immer die Begrüßung sehr schön hier, mit den Küsschen. Und bei uns ist es halt so, dass wir halt nur Tschüss sagen und bis morgen. Il trouve que vous trouvez que la façon de se saluer ici est très agréable. Vous aimez ça. Ici, on se fait des bisous et en Allemagne, on se dit simplement salut, à demain. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous ressentez aussi dans votre expérience dans ce projet? Können Sie uns ein bisschen berichten, auch was Sie erleben in diesem Austausch im Projekt? Hier wird sehr viel geholfen und wir arbeiten alle sehr gut miteinander. Ja. Ja. Vous vivez l'entraide ici dans le groupe et vous travaillez bien ensemble. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christophe, travailleur à l'ESAT de Gonfreville-Lorcher en tant que peintre en bâtiment. Sie heißen Christoph, Sie arbeiten bei l'ESAT von Gonfreville-Lorcher und Sie arbeiten in der Malerwerkstatt. Sie nehmen teil an diesem Austausch zwischen l'ESAT von Gonfreville-Lorcher und l'USC aus Berlin. Wie war der erste Kontakt? Wie haben Sie die Kollegen aus l'USC kennengelernt? Christophe, vous participez à cet échange entre l'ESAT de Gonfreville-Lorcher et l'USC de Berlin. Comment s'est passée cette première rencontre? Comment avez-vous pu vous rentrer en contact avec vos collègues allemands? Alors, tout simplement, nous avons réalisé ce projet. Donc, premier contact, au biais d'un petit jeu, on a appris les prénoms de nos collègues allemands. Donc, par un ballon, on se jetait le ballon et on retenait les prénoms de chaque collègue allemand. Also anhand von einem Spiel haben Sie sich kennengelernt und auch gelernt, wie Ihre deutschen Kollegen heißen mit Ihren Vornamen. Sie haben den Ball zu Ihren Kollegen geworfen und Ihren Namen nachgesprochen und so könnten Sie sich auch merken, wie Sie heißen. Sie haben also den ersten Kontakt gestaltet. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wie könnten Sie zusammenarbeiten? Donc vous avez appris à vous rencontrer, vous avez appris vos prénoms. Comment s'est passée la suite? Comment avez-vous commencé à travailler ensemble? Le travail, donc du coup, vu qu'il y avait une difficulté de langue, nous avons trouvé sur Google Traduction et c'est comme ça qu'on a pu communiquer avec nos collègues allemands. Et ensuite, après, on a commencé à justement faire pour réaliser le projet. Sie haben sich unterstützen lassen, um die Sprachbarriere zu überwinden, haben Sie sich unterstützen lassen von dem Google-Übersetzer.
die sie genutzt haben und haben dann angefangen, miteinander zu arbeiten. Möchten Sie noch was ergänzen? Vous voulez rajouter quelque chose, Christophe? Je suis très content d'avoir participé à ce projet qui nous tient très à cœur. Er freut sich sehr, teilgenommen zu haben an diesem Projekt. Das liegt ihm sehr am Herzen. Merci, Christophe. De rien. Vielen Dank. Mein Name ist Angelika Hürz. Ich arbeite als Sozialpädagogin im Fachdienst für die OSE in Berlin und begleite diesen Austausch nach Frankreich. Durch den Austausch überschreiten viele Beschäftigte das erste Mal die Grenzen von Deutschland bzw. Frankreich. Für einige ist es sogar das erste Mal, dass sie ihren Heimatort verlassen. So wird es ihnen ermöglicht, ein neues Land und eine neue Kultur kennenzulernen. Darüber hinaus überschreiten sie zum Teil auch eigene innere Grenzen. Und trotz Angst oder Bedenken vor neuen Erfahrungen erhalten sie in einer vertrauten Gruppe die Gelegenheit, unbekanntes Terrain zu erschließen. Diese wertvollen Erfahrungen, die der Austausch von OSE und ESAT mit sich bringt und ermöglicht hat, trägt zur Stärkung des Selbstvertrauens bei, erweitert den eigenen Horizont und trägt zu einer offenen Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen bei.